Was geht ab, Freunde? Phineas hier und ja, willkommen hier und heute zu meiner allerersten Fahrstunde. Falls ich ein bisschen reinkacken sollte, wisst ihr ja Bescheid, meine erste Fahrstunde. Ich fahr zum ersten Mal, ich bin schon richtig aufgeregt. Dann würde ich sagen, nehme ich euch mal mit. Let's go. So, also pass auf, wenn du Sitz eingestellt hast, kommt jetzt als nächstes Spiegel. Ach, den genau. Spiegel so einstellen, dass du alles hell richtig hinten raus siehst, ja? Sehe ich. Echt? Ja. Gut. Ich sehe das Schild da hinten. Pass auf, Außenspiegel. Den Boden sehe ich. Außenspiegel, ja. Gucken wir mal hier rüber. Weil da drüben kann ich das schwer zeigen. Der Kleine ist mir. Ja. Spiegel ist schmutzig, das ist gut. Ich ziehe mal eine Linie. In dem Drittel musst du unser Fahrzeug sehen. Also das heißt, der hinterste Türklinke. Von der vordersten vielleicht zu der Hälfte. Ja. Und in den Rest musst du hinten raus sehen. Alles. Sieht gut aus eigentlich. Ja? Und hier drüben genau das gleiche. Also so ein Viertel das Auto, den Rest hast du aus. Linkes Bein ist für die Kupplung. Immer lang. Die Kupplung brauchst du immer nur, wenn du anhalten tust oder schalten. Mhm. Und ansonsten legst du deinen Fuß links neben die Kupplung ab. Da hast du direkt so eine Ablagefläche. Ah, genau, sonst musst du hier gar nicht treten. Und der rechte Fuß macht eigentlich immer nur die Bremse und Dings. Gas, ne? Weil wenn du umsetzt deinen Fuß, wird es gefühllos. Okay, aber wenn ich die Bremse drücke, muss ich keine Kupplung drücken? Nö, wenn du beispielsweise von 70 km/h auf 50 runterbremst, musst du nicht treten. Wenn du aber weit runterbremst, weil der Ampel rot ist, ne, dann musst du treten. Beides deswegen dann beim, gleichzeitig? Ja, deswegen beim Anhalten die Kupplung treten oder wenn du stark runterbremst, beziehungsweise beim Schalten. Okay. Ja? Also beim Schalten ist am wichtigsten, ne? Und beim Anhalten, beim stark runterbremsen. Genau, und da die Kupplung immer durchtreten. Komplett bis zum Ende, ne? Ja. Tachoanzeige, links die Geschwindigkeit, rechts die Drehzahl. Mhm. Ich würde dir immer empfehlen, also halten, schalten, erster Gang. Wenn du dann 20 km/h hast, nimmst du den zweiten, den dritten nimmst du bei 40, den vierten bei 60, ja? Okay. Wo hast du einen Blinker? Blinker ist hier. Blink mal links. Nee. Hoch? Nee, und das ist rechts. Oh, unten ist links. Lass mal los. Weil der geht er ja wieder aus. Genau. Komplett runter. Wenn du jetzt noch mal kurz antippst. Nee, mach mal in die gleiche Richtung. Blink noch mal links. Mach noch mal kurz in die gleiche Richtung. Ganz leicht nur antippen. Guck, der geht er aus. Okay. Eigentlich geht er mit der Lenkung aus, weil du einlenkst. Nach oben auch stark. Und wieder so. Genau. Hast du hier die Hube? Hast du hier das Warnblinklicht? Das ist das, was wir brauchen, falls irgendwas ist. Ja? Dann haben wir hier hinten drin auf deiner Seite die Warnweste. Ja. Das orangefarbene Ding, ne? Greifen kann. Ja, genau. Ja. Weil wenn irgendwas ist, muss man die zuerst anziehen, ja? Nur einer braucht die, ne? In genau. Deutschland. Ist Schalthebel ist hier. Dreht mal Kupplung. Durchdrehen. Mach mal den ersten rein. Ganz locker. Ja? Im zweiten. Das zwischendrin loslassen würde ich nicht machen. Gehen wir mal in den ersten. Mach mal einen zweiten. Also du hältst zu dir und machst einfach nach hinten. Geh mal einen dritten. Klack. Nee, das würde ich anders machen. Geh nochmal einen zweiten. Geh nochmal einfach einen zweiten. Im dritten, guck mal, machst du einfach so ganz locker. Klack. Klack. Ach, dann soll ich in der Mitte Stopp machen. Ne, guck mal. Warte mal, da steht es doch hier. Hm. In dem dritten schieb den raus und vor. Okay. Aber das ist doch ein kleiner Stopp, weil du meinst ja gerade. Nee, vom ersten in den zweiten. Was willst du, genau. Dann kannst du ja durchmachen. Hier muss ich ja einmal stoppen. Genau. Ja. Weil wenn du anfängst, vom zweiten in den dritten zu suchen, verschaltest du. Das ist nur eine Frage der Zeit. Musst du klack, klack machen. Okay. Und ganz locker schalten. Und den vierten auch wieder runter einfach. Genau. Und beim fünften legst du die Hand so um. Also. Raus. Rüber. Vor. Und beim sechsten die Hand so halten nach hinten. Und das war der vierte. Das war... Okay, ja, 5.6. sind wir ja heute noch nicht. Du musst dich ja erst mal an Schalten gewöhnen. Ja. Also du brauchst die ersten drei Gänge brauchst du heute. Okay. Und du musst natürlich die Gänge einlegen, ohne hinzugucken. Sonst verlierst du ja die Straße.
Aber nicht so verkrampft. Ganz locker schalten, bitte. Das ist der dritte Gewehr. Genau. Okay. Ja. So, jetzt trittst du die Kupplung und drückst die Starterknopf. Erster Gang. Handbremse los. Nach unten drücken, das Ding. Die Handbremse. Das hier ist die Handbremse. Ja. Drück nach unten. So, und jetzt kommst du mal mit der Kupplung ganz langsam. Ganz langsam. Ich bin mit dran. Das ist, hier musst du ruhig halten. Das ist dein Schleifpunkt. Wenn du jetzt hier rauslässt, kommt genau diese Scheiße. Und da machen wir natürlich die Kiste kaputt. Ja. Dreht nochmal Kupplung. Springt er gleich wieder an. Das ist der Vorteil. Die muss ich nicht mehr rausmachen. Nee. Also, komm mal ganz langsam mit der Kupplung. Ganz langsam. Vielleicht guckst du mit auf dem Drehzahlmesser. Nee, nicht Gas geben. Guck mal, also irgendwann gibt man beim Anfahren Gas, aber nicht heute. Guck mal, mit dem Schleifpunkt. Weiter, 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 weiter. Jetzt. Da, und das ist dein Schleifpunkt. Und jetzt wartest du 10 km/h. Bist du ja bei 10 km/h. Ist ja immer noch nicht. Nee. Jetzt. Und jetzt können wir runtergehen. Und auf Gas, ne? Runtergehen, runtergucken. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Deswegen haben wir uns ins eingestellt. Blinker links, Schulterblick links. Und hier rumlenken. Gerade lenken. Lenkung kannst du durch die Hände fast rutschen lassen. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Schulterblick links. So, jetzt müssen wir nochmal anhalten. Kupplung treten. Kupplung treten. Durch? Ja, immer. Und vorsichtig die Bremse. Bitte vorsichtig. Okay? Lass Kupplung getreten. Ja. Bremse weg, Schleifpunkt wieder. Wir wollen wieder losfahren. Bis hierhin. Jetzt, und jetzt gefühlvoll halten. Halten Spiegel, wieder. Spiegel, Blinker links. Schulterblick links, Kupplung raus. Lenken. Lenken. Mit halten meinte ich die Kupplung. Jetzt nicht in der reinfassen ins Lenkrad. Okay. Außenrum. Lenkung durch die Hände gleiten lassen. Ja, nicht jetzt die Hände unbedingt weg, ja, sondern so durchrutschen lassen. So, jetzt gibst du mal beschleunigen. Beschleunigen. Bis ca. 20. Gas weg, Kupplung treten, zweiter Gang. Oh. Kupplung langsam wieder raus. Hast du raus, die Kupplung? Nee. Ja, dann musst du schon raus tun. Jetzt. Langsam raus. Weg komplett von der Kupplung. Und dann wollen wir wieder anhalten. Kupplung treten. Und anhalten mit Gefühl. Uiuiuiuiui, mit Gefühl. Ja, das geht, diese Bremse, da drückst du einmal drauf und dann... Halten, schalten. Erste, ne? Mhm. Und wieder los. Dabei mal in den Spiegel gucken, da sind noch andere drauf, ne? Oh, das war sehr gut angefahren. Jetzt kannst du runtergehen. So stelle ich mir das vor. Spiegelblinker links. Schulterblick links. Das war sauber angefahren. Das dauert am Anfang alles ein bisschen länger. Das ist länger. Wie Fahrradfahren. Findest du? Nein. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Schulterblick links. Lenkrad durch die Hände gleiten lassen. Gas geben. Wir wollen wieder einen zweiten. Komm, bis 20 müssen wir aber. Ich bin auf Gas, ne? Ja. Gas weg, Kupplung treten, zweiter Gang. Gas weg, zweiter Gang, nicht bremsen. Kupplung langsam raus, Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Kupplung muss raus, Kupplung muss raus, Kupplung muss raus, Kupplung muss raus. Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Das ist alles so schnell. Naja, wenn du schneller fahren, musst du schneller machen alles, ne? Und dann halt mal wieder an. Kupplung.
Nicht nach unten gucken. Komm, das musst du so finden. Ja. Und anhalten. Nach rechts biegen wir ab. Das ist der Scheibenwischer. Stoppschild, ne? Nach links, Rechtsfahrgebot. Nach links jetzt? Aber Rechtsfahrgebot. Fährst du vom Gegenverkehr. Na, muss ich mehr rüber, ne? Also hier rüber, Blinker links. Links? Rechts vor links. Oh. Der hat aber auch noch Probleme wie ich. Guck, da ist ein Gegenverkehr, da so auf unserer Seite. Machst du erstmal? Denk hier rum. So, geh wieder ans Lenkrad bitte. Mehr außen, ne? Der Anhänger von dem LKW ist jetzt Hindernis. Das heißt, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Du musst schon ein bisschen fahren, ja? Auch Gas geben? Okay. Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. Du musst ja wieder zurückblinken, ja? Mach mal Leerlauf. Handbremse. Wo geht die? Einfach so. Ziehen. Ziehen, okay. Ich kenne das noch nicht. Ich kenne das eigentlich mit den Knüppel. Genau, das ist elektronische Handbremse. Ich kann raus jetzt aus der Kupplung. Ja. Siehst du auch. Display N. Siehst du das N? Das heißt dann? Neutral. Neutral. Guck hier. Guck nochmal rein ins Display. Ne? Erste. Ach, das zeigt dir sogar an, welcher gar nicht bin. Und N ist neutral. Okay? Mhm. So, nun haben wir die ganze Zeit Spiegel, Blinker. Also, egal ob rechts... Da habe ich ja nicht einmal reingeguckt. Egal, ob du rechts oder links fährst. Zuerst der. Okay. Bei links der Blinker. Bei rechts abbiegen der. Der Blinker und dann sagst du immer Schulterblick. Ja, das ist hier hin, ne? Ja, ungefähr. Pass auf, Schulterblick. Deshalb, ich stelle mich jetzt, wir fangen auf der Seite an, so, dass du mich in dem Spiegel siehst. Mhm. Und irgendwann drehte ich dann aus der Sicht des Spiegels raus. Und ja. Da siehst du mich nur über den Schulterblick. Was? Da, wo du mich dann siehst, hier drüben, das ist dann dein Schulterblick nach rechts. Nach rechts? Ich soll nach... Klar, nee, wenn man rechts abbiegen muss, dann nach rechts machen. Ich mache beide Seiten. Okay. Wir machen aber erstmal hier. Ja? Okay. Also ich komme jetzt von da gleich wieder, oder wie? Nee. Bis ich dich sehe jetzt, oder was? Ich will mich jetzt draußen hinstellen, dass du weißt, warum du Schulterblick machen musst. Okay. Also. Spiegel. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich Schulterblick. Jetzt machst du auf der anderen Seite. Spiegel. Schulterblick. Also wir haben das jetzt gemacht, damit du weißt, warum überhaupt Schulterblick. Ich meine, das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Ja, aber warum wusste ich auch nicht. Genau, weil es tote Winkel gibt. Ja, es gibt einen Bereich, da siehst du komplett gesamte Fahrzeuge nicht im Spiegel. Und deswegen musst du einen Schulterblick machen. So, bei der Prüfung musst du nie machen, weil sonst bestehst du nicht. Immer wieder, ne? Das ist rum wie num. Immer wieder muss ich den machen. Wenn du blinken musst, musst du in den Spiegel gucken und musst den Schulterblick machen. Aber beim Anfahren, das gehört immer zusammen. Beim Anfahren nicht. Nee. Beim Anfahren kann ich einfach dann, ne? Genau. Okay, immer beim Blinken Schulterblick. Aber vorher in die Spiegel gucken, bevor ich den Schulterblick mache, ne? Kurz fahren wir los. Erstmal denkt. Hoch, ne, war das? Nee. Runter. Fußbremse oder
dreht mal die Kupplung. Dreht mal die Fußbremse. Jetzt mach mal los. Und schon geht's. Erster Gang. Ach, man muss erst die Kupplung. Ja, guck mal. Wenn du mal Papa wirst, willst du mal werden? Ja, natürlich. Wenn du mal Papa wirst und dein Kind sitzt hier und du bist tanken und du gehst eine Tanke rein bezahlen, du nimmst dein Kind niemals mit. Nee. Es sei denn, es will irgendwas haben. Ja. Und das würde an der Bremse rummehren. Unser Auto würde wegrollen, das geht ja nicht. Ja, aber dann den Knüppeln habe ich auch immer rumgespielt bei Mama und Papa. Genau, und deswegen ist das jetzt die Sicherheit. Mhm. Du kriegst die nicht gelöst, ohne wenn du nicht da unten stehst. Und das schafft das Kind nicht. Ja. Ja, okay, das ist eigentlich einfach nur eine Sicherheit. Ja. So, erster Gang. Hände ans Lenkrad, ja? So, dann drehen wir noch ein paar Runden. Und dann denken wir wahrscheinlich mal drüber nach, mal rauszufahren, ne? Spiegelblinker links, Schulterblick links. Spiegelblinker links, Schulterblick links. Gas weg, Kupplung treten, zweiter Gang. In Ruhe machen, in Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft, dann geht das alles ganz leicht. Kupplung muss raus, du wartest viel zu lange. Nee, nicht schnell, das hat keiner gesagt. Ja. Aber wenn du geschalten hast, musst du die doch dann wieder rausbewegen. Das vergesse ich immer, ich lasse die einfach nicht. Ja. Linie. So unbequem auf der Kupplung. Das muss die Spur lernen. Und du musst Automatik machen, da hast du den Scheiß nicht. Ja. Wir halten wieder dazwischen an. Oh, das ist zu fest gebremst. Ah, oh, noch gut gerettet. Sehr gut sogar. Erster. Mhm. Geblinkt, ja. Mhm. Ist ja gut. Merkst du auch von dem Anfahren her, das wird jetzt leicht schneller. Ja. Und trotzdem lässt du nicht zügiger die Kupplung los. Du musst dich, also wenn du schneller. Früher Kupplung trennen los, oder was? Nein. Wenn du die Kupplung schneller loslässt, geht dir das Ding aus. Du darfst nicht mit der Kupplung schneller. Das wird an sich, das Anfahren wird irgendwann schneller. Und ich habe dir jetzt nur gesagt, selbst jetzt schon wird es leicht flinker, das Anfahren. Ganz sauber geschalten. So gefällt mir das. Sehr, sehr, sehr schön. Merkst du auch selber, es kein Wackeln, kein Ruckeln nee, dabei. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Genau so muss es sein. Auch hier unten, das merkt man auch. Ja. Den, ja. Das musst du jetzt aber noch 10 Mal so bringen, bevor wir rausfahren. Weil ja, wir haben nachher noch andere Fahrzeuge. Wenn du da noch ein bisschen Nervosität dazu kommt, stellst du dich wieder an wie so ein Stock. Ne? So, Kupplung. Wir machen jetzt hier noch ein paar Mal. Ui. Wir machen jetzt noch ein paar Mal die Runde. Und wieder automatisch in den Spiegel schauen beim Losfahren. Ja? Thank you.
lass mal einen Gang drinne. Biegen jetzt rechts ab. Das ist Spiegel. Spiegel. Gas weg. Gas weg. Blinker fehlt. Hab ich schon. Ach so, der ist rausgegangen. Blinken. Unten war rechts, okay. Einmal niemand. Auch Start, das weißt du. Klinker nach unten, nach oben, oder? Ja, manchmal komme ich da durcheinander. Vorhin hast du mal hier geblieben. Ja, deswegen. Ist es bei manchen Autos nicht so? Nee. Immer auf einer Seite, ne? Nee, ist eigentlich nur eine weibliche Logik. Wirklich.